Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Wir machen wieder weiter mit einer neuen VDSCS Reaction und zwar reagieren wir auf den neuesten Song von Ferro. Ich schätze mal, dass man seinen Namen so ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen auf jeden Fall in Ferro Krach. Ja, das ist das neueste Lied. Vor 6 Tagen kam das Ganze online. Und ja, dann würde ich sagen, labern wir nicht lange. Wir starten direkt rein in dieses 2 Minuten 43 Meisterwerk. Let's go. Es war nur ein Moment, aber der hat gelangt. Ich hab dich gesehen und verlor mein Verstand. Ich wollte deine Nummer auf locker, denn du haust mich um wie ein Stalker. Du hast sie gegeben und als ich dir schrieb, sagtest du, Ferro, ich finde dich sweet. Dachte, es läuft, meine Absicht war ehrlich. Du hast mich zum Strahlen gebracht, so wie Sterne. Du machst mich verrückt, wenn du sagst, ich sei nett. Also, entweder kommt nur mir das so vor, oder der Song ist mies leise. Entweder kommt mir das nur so vor, oder der ist mies leise, der Song. YouTube ist auf voller Lautstärke, meine Kopfhörer sind auf voller Lautstärke. Ich musste gerade sogar OBS neu einstellen. Ja, ich glaube, Mix und Master war wohl ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen reingeschissen, aber ein bisschen verkackt auf jeden Fall. Ja, weil persönlich finde ich den Song viel zu leise. Viel zu leise. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt groß sagen soll. Ich finde ihn halt einfach nur zu leise, aber ja, machen wir weiter. Okay, nevermind, das war, glaube ich, einfach nur mein Kopfhörer, der kacke dran war. Gut, wir haben nichts gesagt, ich nehme das mit dem nächsten Mastering zurück. Ja, ich habe einfach nur, Scheiß drauf und nicht. Manchmal, da wird doch die Liebe zum Hass. Du sagst, dass ich dich wie kein anderer verstehe, aber gehst dann mit dem anderen zum Date. Entweder kommt mir das nur so vor, der, er hat Autotune drauf. Man hört dieses Autotune halt so krass, ne? Also zumindest bei ihm hört man Autotune mies durch, dass er dieses Autotune benutzt. Aber jedem das sein. Jeder kann Autotune benutzen, wie er lustig ist. Oder ich habe da nichts gegen. Ich bin's im Deutschrap ja gewohnt, dass mittlerweile jeder mit Autotune singt. Ist ja eigentlich im Deutschrap ja nichts Neues mehr. Aber yeah, muss man nicht unbedingt machen. Aber kann man machen. Kann, muss man auch nicht. Egal, weiter. Aber ich finde den Song bisher ganz gut. Es geht halt auch meiner Meinung nach wieder so in, also ich sag jetzt mal Beat her, wieder in so eine emotionale Richtung. Für mich persönlich, ja, ich weiß nicht, was so die Message in dem Song sein soll, weil ich höre bisher keine Line raus, die einem so ein bisschen die Message verrät. Aber ich muss ehrlich sagen, bisher ist der Song echt cool gemacht. So, ich bin impressed von dem Song. Und ja, ich muss auch sagen, das ist der erste Song, den ich von ihm tatsächlich höre, von Ferro. Das ist tatsächlich mein erster Song, den ich von ihm höre. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, er klingt gar nicht mal so schlecht auf dem Song. Muss ich ehrlich sagen. Es klingt echt nicht doof. Aber weiter. Im anderen zum Date und ich singe wieder laut. Komm. Ich hab viel zu lange gedacht. Ja, wir beide kriegen das hin. Die Gedanken halten mich wach. Kann ich deine Liebe gewinnen? Meine ganze Welt sind nicht wahr. Ich dreh durch, verliere den Sinn. Ich mach Kraft. Aber du hörst wieder nicht hin. Ich hab viel zu lange gedacht. Ja, wir beide kriegen's hin. Die Gedanken halten wach. Kann deine Liebe nicht gewinnen? Meine ganze Welt. Das klingt wiederum geil. Also Lyrics 10 von 10. Ich dreh durch, verliere den Sinn. Ich mach Kraft.
Du rufst mich an und erzählst vom Problem. Hältst mich den Tag über voll up to date. Ich weiß, was du machst und ich weiß, wo du bist. Erzählst mir von Jungs und erzählst, wenn du küsst. Du bist doch nie auf den Gedanken gekommen, dass ich von dir auch was anderes wollt. Du möchtest nicht, dass ein Boy dich verarscht. Merkst du es nicht, Girl, ich bin für dich da. Du machst mich verrückt, wenn du sagst, es ist ein Netz. Helf dir und fühl mich dabei wie ein Depp. Du sagst, dass du mir wie kein anderen vertraust. Sag, warum du dann zu anderen schaust. Du fragst, warum gibt es keinen Jungen wie mich. Warum siehst du mich nicht? Warum siehst du mich nicht? Und ich singe wieder laut. Komm. Ich hab viel zu lange gedacht. Ja, wir beide kriegen das hin. Die Gedanken halten mich wach. Kann ich deine Liebe gewinnen? Meine ganze Welt sie liegt brach. Ich dreh durch, verliere den. Ey, aber die Lyrics von ihm sind gar nicht mal so schlecht. Hat er noch mehr Songs? Muss ich mal gucken. Wenn er noch mehr Songs hat, oder beziehungsweise schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob er noch mehr Songs hat und welche Songs ihr mir empfehlen könnt, von ihm mal drauf zu reagieren. Das würde mich auch mal sehr, sehr interessieren, weil ich habe nämlich eine ganze Liste gemacht mit Reactions, die ich noch machen werde, auch was noch Gaming angeht und Speedups, Mixe, Tutorials und Streams und sowas. Also es kommt auf jeden Fall genug die nächsten Tage. Ich muss auch bald ein bisschen vorproduzieren bezüglich Ausbildung und sowas. Und ja. Deswegen, ja. Ich schätze mal, die Videos kommen auch alle so im 2-Tages-Abschnitt. Also heute kommt ein Video und dann kommt am Sonntag ein Video, Dienstag, Donnerstag und so weiter und so fort. Halt immer so einen Tag zwischen den Videos halt. Dass halt alle 2 Tage ein Video kommt und ja, auch immer zur selben Uhrzeit, immer um 12 Uhr. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache das sogar nochmal anders auf entweder 12.13 Uhr oder 30, 12.30 Uhr oder 13 Uhr. Mal gucken. Aber ich muss sagen, Song gefällt mir, ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, am Anfang fand ich den Song ein bisschen zu leise. Es kam vielleicht auch nur so rüber. Ja. Von den Lyrics her, cool gemacht, schöne Lyrics, geile Lines mit drinnen. Und ich gehe jetzt nicht auf jede Line einzeln ein, das würde sonst zu lange dauern. Aber es ist auf jeden Fall hörenswert, auch wenn der Song noch nicht zu Ende ist. Aber ja, ich sag am Ende nochmal was. Das Album habe ich mir angehört. Also beziehungsweise 2 Tracks kenne ich davon, aber noch komplett angehört habe ich es nicht. Wenn ich mal eine Album-Reaction machen soll auf das Album, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder ob ich hier drauf ein also ihr könnt mir gerne mal hier von den 3 Alben, beziehungsweise von den 2 Alben und der EP, gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ich eine Reaction machen soll. Und dann aber nicht einzelne Songs, sondern von welchen beiden Alben und der EP es sich am meisten lohnt, eine Reaction drauf zu machen. Und dann mache ich eine Full Reaction drauf, also entweder eine komplette Albumreaktion von Das Leben und ich oder Der Junge mit dem A oder eine komplette EP-Reaction von City Girl EP. Das ist ja Arthur, dann hier das Arthur-Album, Melina-Album und die Melia-EP. Und ihr könnt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ich reagieren soll. Ob ich Junge mit dem A-Reaction machen soll, das Leben und ich-Reaction oder City Girl EP. Würde mich gerne mal interessieren, worauf ihr mehr Bock hättet als eine komplette lange Reaction. Und dann machen wir das. Kommt da noch was? Bestimmt. Kommt doch safe noch was. Da kommt krass nichts mehr. So, Fazit zum Song. Ich muss sagen, der Song war echt cool. So, wie gesagt, aber am Anfang war mir der ein bisschen zu leise. Kann auch sein, weil das noch Intro und sowas war. Ja. Aber wie gesagt, Song an sich ganz cool. Lyrics 10 von 10. Und ja, man kann nicht meckern. Gönnt euch den Song. Link ist unten in der Videobeschreibung. Oder würde ich sagen,
lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei VDSCS vorbei. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ach, bevor ich es vergesse, schaut gerne mal unbedingt in die Videobeschreibung, denn da ist ein neuer Kanal verlinkt von mir. Und zwar ist das ein Highland-Kanal von einem Streamer. Und zwar von dem Kanal Henry Lion Gaming. Das ist ein, ich sag jetzt mal, Kollege von mir. Das ist ein Kollege von mir tatsächlich. Und bei ihm könnt ihr gerne mal vorbeischauen, denn erstens könnt ihr da richtig geile Streams finden von Fortnite. Und zweitens ist auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Videobeschreibung ist der Highlight-Kanal verlinkt. Und auf dem Highlight-Kanal findet ihr dann den Link zu Henry Lion Gaming und wieder zurück zu meinem Hauptkanal. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold, his life.